Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Spielchen bei League of Legends. Ja, ich habe endlich gestern wieder angefangen, League of Legends zu spielen. Mir ging es einfach ein bisschen schlecht bei diesen Spielen, weil immer alle getrollt haben oder geflamed haben. Das nervt und ja, ich hoffe, dass es heute nicht getrollt wird und ja. Ich habe ein bisschen trainiert, ein bisschen verbessert. Mein letztes Game habe ich 23 oder 24 gegnerische Champions getötet. Und ja, mal schauen, wie es jetzt geht. So. Richtig weiß ich jetzt dann auch noch nicht. Ja, ist da egal. Ein paar Sachen muss ich noch lernen, die sich geändert haben oder einfach die ich nie richtig gemacht habe. Audio, Sprecher, Lautstärke. So. Ja, schauen wir mal. Lol, wieso hat er so viel? Moment kurz. Das ist gleich wie ich. In einem Augenblick. Mentor. Solch Ehre prägt den. Ich habe den Skin von 4 €. Soll das eine Herausforderung sein? Tja, es ist ja weg. Kein Zögern. Ach, ihr blöden Vasallen. Er hat wahrscheinlich alles AD-Runen, keine Ahnung. Sehr zäh ist er ja nicht. Präzision und Grazie. Ich gebe ihm einfach mal ein paar der Vasallen, weil er ist sehr stark später. Ja, ich zwar auch, aber... Greif doch ihn an! Puh, es geht ja ab. Wie Schmidts Kätzchen. Aber wir schaffen das, kein Problem. Soll das eine Herausforderung sein? So, ein bisschen Mana holen.
stell dich dem Weg! Präzision, grazie. Sofort. So einfach ist es. Der wird nie uns erreichen. Und der Jungle kann noch so viel kommen, wie wir. Ich habe so extrem Leaf Light Leech am Schluss. Tja. Stell dich dem Wind. Super. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber immerhin. Ein Kill geholt, also der Gegner. Der Spieler. Ist keine Chance. Keine Chance. Mir gelingt es. Oh, so Leute hasse ich, ey. Oh Gott. Immer besser, wisserisch. Und dann meinen, sie können angreifen, wenn sie mal. Töt denn doch den, hey, immer diese Klauerei, das nervt mich extrem. Oh, jetzt kommt er dran, jetzt bin ich Level 6 und, ja. Soll das eine Herausforderung sein? Ja, keine Chance. Ich werde jetzt so extrem leveln. Das ist einfach nur krass da. Das ist dann nur krass. Skill ich immer ein paar Sachen. Soll uns ein bisschen zurück. Ja, toll. Oh, hilf mir doch ein einziges Mal. Oh mein Gott. Bad. Bad. Das ist, war mal schlecht gewesen. Hey, oh mein Gott. Oh. Also so etwas von Scheiße. So etwas von Scheiße. War der. Das ist wirklich mal Scheiße. Und jetzt bleibt er noch da, dort, oder was? Bereitet euch vor zu sterben.
So was von schlecht. Oh mein Gott. Durch sie ihn durch. Ja, Saka. Scharfe Klinge, scharfer Verstand. Zuerst greift er nicht an, dann kommt er extrem auf die Schnitz über und dann am Schluss verliert er auch noch gegen ihn, weil er ihn gar überhaupt nicht angreift. Ich bekomme natürlich nie Kill. Ich halte mich niemals zurück. Unverschämter Pöbel! Der ist so scheiße. Wieso kann man so einen OP-Charakter einfach nur so beschissen spielen? Was macht diese Schutzmauer? Das bringt überhaupt nichts. Er macht keinen Tank! Er macht keinen Tank! Andere versuchen es. Mir gelingt es. Sie wagen es nicht zurückzuschlagen. Euer Team wird einen Punkt zerstören. Bist du tot? Oh je, schlimm. Soll das eine Herausforderung sein? So, jetzt ist fertig. Scharfe Klinge, scharfer Verstand. Schlag schnell und schlag tödlich. Schlecht! Was ist denn mit Fizz los? Dann müsste er Hochhaus gewinnen. Ein Schritt voraus! Der muss Haus hoch gewinnen. Was ist denn los mit dem? Und wo ist Joshua schon wieder? Oh mein Gott. Kein Zögern.
bin unerreicht. So, jetzt mal ein bisschen Schaden skillen. Soll das eine Herausforderung sein? LOL. So blöd. Durch sie ihn durch. Ein Schlag. Bad Team, bad. Andere versuchen es, mir gelingt es. Sofort. Schlag schnell und schlag tödlich. Das ist wieder mal ein Scheiß-Game. Nichts läuft. Ich bin der Beste, aber bekomme halt immer auf die Schnitz. LOL. Oh mein Gott, die machen schon Ding. Was sind denn das für Noobs? Habe ich das verdient? Ich hätte sie nicht helfen. Durch sie ihn durch. Soll das eine Herausforderung sein? Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich halte mich niemals zurück. Dumme Kuh. Sehr schön. Bist du tot? Mein Gott, diese Lulu nervt. Unverschämter Pöbel! LOL. Was macht der? Der ist so dumm! Joshua! Der war gut. Der war so gut. So, jetzt mache ich auf Schaden. Kein Zögern. Jetzt mache ich auf Schaden.
Scharfe Klinge, scharfer Verstand. Jetzt ist fertig. Komm doch, Joshua, du bist so ein Blöder. Bereitet euch vor zu sterben. Zögern. Eine Herausforderung sein. Andere versuchen es, mir gelingt es. Der Gegner ist einen Punkt verfehlt. Sofort. Ich kann nur noch Noob schreien. Kein Zögern.
Sofort. Ich halte mich niemals für ruhig. Präzision und Grazie. So, noch mehr Damage. Soll das eine Herausforderung sein? Oh mein Gott, was ist jetzt wieder mit Top los? Josu ist so schlecht. Der ist sowas von schlecht. Oh mein Gott. Ja, hab ich auch schon lange nicht gemerkt, dass ich ein Team bekomme, das so schlecht ist. Oh mein Gott. Hahaha. Oh mein Gott. Kill Steal. Fail. Ist der Best. Präzision und Grazie. Sofort. Versuch's mal. Dankeschön. Kein Zögern. Scharfe Klinge, scharfer Verstand. Ich bin der Beste, ich bin der Coolste. La 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 la. Joshua, du lebst gefährlich. Soll das eine Herausforderung sein? Oh mein Gott, er ist nicht weggegangen. Oh mein Gott. So, sie kommen. Andere versuchen es. Mir gelingt es. Ich bin unerreicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Solch Ehre trägt der Gegner wurde getötet. Oh,
in einem Augenblick. Jetzt könnten wir hier noch eine Dorians verkaufen und noch den Coin der Schadenstar halbier da den so. Andere versuchen es, mir gelingt es. Und du hast eine Quattra, wann, wo, wie? Hab ich nie etwas gesehen. Sofort. Lol, hey, jetzt wird mir uns sie schon liegen, oder was? Das war awesome, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, jetzt haben sie schon verloren. Sie haben schon verloren. Stell dich dem Wind! Wie der aggressiv ist, wie ich aggressiv bin. Hä? Da. Wie ich aggressiv bin, wie ich böse bin, wie ich scheiße bin. Nein, ich bin gut. Gigi. Geben Ultima, das ist der schlechteste gewesen, der Master Chi. Oh mein Gott. Wie der Master Chi einfach nur noch aggressiv war. Ja, hier ist die Zusammenfassung. Ich war besser als die Jinx. Und LeBlanc. So geil. Oh ja, das muss ich hochladen. Und der Twisted Fate, der war mega gut. Da 2.14.8. Scherz. Lol, der Twisted Fate. AD Twisted Fate habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Lulu war fast noch am besten. Und ja. Fizz, mega schlecht, er hat gesagt, er sei besser als ich und so. Wieso gibt es solche Leute? Und ja, was ist los? Steht hier irgendwo... Ah, da, die EP, die wollte ich wissen. Ich habe nur plus 74 bekommen, wieso denn das? Matchmaking Bonus plus 18. Okay. Ja, dann heißt es, melden, Hilfe für den Gegner, Feed, Troll, okay, Troll, Kill, steal, my, kiss my enemies, kill, steal my enemies. So. Wem ist das? Kishan 6. Der Fizz am Arsch. Kishan. Anzügliche Sprache. Say I be a noob. And kill steal. So, und sie, auch Killstil. Wo ist denn, negative Einstellung? Killstil. So.
Ja, den Nasus sah ich nicht. Der lasse ich. Der G werde ich noch reporten. Das geht mal gar nicht. Machen wir hier vorsätzliches Feeden. Mega aggressiv and I kill or easy. So, fertig. Also das war ein kurioses Spiel. Am Anfang dachte ich, oh, die Vasallen und die Kesni bekomme, da werde ich den gegnerischen Team eigentlich nicht viel helfen können und so. Aber dann ging es gut, als ich die ersten Kills gemacht habe und so. Die Fiora ist einfach ein mega starker Charakter, einer der besten von meiner Seite aus, weil sie extrem mobil ist, alles mögliche. Und durch die zwei Beschwörzauber habe ich optimal die Sachen noch ding. Ich war schneller als der G konnte mich 2 von 3 Mal nicht einholen und besiegen. Das war richtig cool. Und ja, der G ist natürlich auch ein sehr starker Charakter, vor allem weil er sich heilen kann. Gegen eine Fiora hat er am meisten Chancen, wenn er ein bisschen tanky gebaut wird. Aber wenn man baut wie hier, ja, statisch stich, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie so statisch stich so viel genommen wird. Ich finde es schlecht, ich würde lieber Hydra nehmen. Okay, er hat Hydra und Ding, aber trotzdem hat er keine Chance gegen eine gefiederte Fiora. Vor allem, wenn sie Blutdürste hat, dann ist sie nonplus Ultra. Ich wollte zuerst Klinge der Unendlichkeit nehmen, aber Blutdürste, weil die Gegner schon recht gefiedert waren da. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das Spiel ging ein bisschen an mir vorbei. Ich muss jetzt nochmals das Video ein paar Mal anschauen, damit ich verstehe, wieso. Eigentlich, wieso haben sie denn mich immer angegriffen? Sie haben immer mich angegriffen. Sie wussten doch ganz klar, dass ich am Schluss maßlos überlegen war. Und ich habe ja 4 gegen 1 gewonnen. Und das ganz easy. Also irgendwas verstehe ich da nicht. Das sind halt, wahrscheinlich sind es alles noch Anfänge. Ich weiß es nicht, ob ich schwache Gegner zugelost bekommen habe oder nicht. Also ich habe jetzt 2, 3 Mal hintereinander. Nein, ich habe 1 von 3 Spielen verloren, aber da habe ich Emodam geholfen und da konnte ich nicht mehr, weil ich eher ein bisschen Support war und so. Konnte ich nicht so angreifen. Ja, aber trotzdem. Ich finde es richtig genial, also das Game macht richtig süchtig, aber die Spiele, die gehen überhaupt nicht. Also ich muss so schnell wie möglich hochgehen und ich muss auch die Motivation halten, das Spiel zu spielen, sonst, ja, es ist mega unfair, dieses Spiel, ich weiß. Aber so ist es nun mal, ja, kann man nichts machen. Ja, ja, okay. Bis zum nächsten Match. Tschüss.